Herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Teil von unserem Let's Play Together. Wie ihr seht, sind wir mittlerweile in Anbelchers Scheune angelangt, dem, ich sag mal, Endgegner der ersten Welt, wie es bei Mario heißen würde. Hier weiß ich gar nicht, wie man das nennt. Zone. In der ersten Zone, genau. Und deshalb werden wir jetzt einfach mal versuchen, den zu schlagen. Ich werde mal anfangen, gucken, ob ich gegen diesen übermächtigen Gegner ankomme und zur Not. Hier haben wir immer noch. Cool, ich bin wieder da. Genau, hier haben wir immer noch. Genau, ich Was? habe den Käfer getötet. Also, wie ihr seht, man muss die schnappen und eigentlich in den Mund reinwerfen. Wie du es jetzt gemacht hast? Genau, damit er Scheint uns simpel. sehr appetitlich ins Bah! Gesicht rülpst. An dieser Stelle auch nochmal ein kurzes Sorry für das Abwürgen gerade, aber wir hatten ein kleines zeitliches Problem und das, ja. Da. Aha, ich hab's geschafft. Glaub, einmal muss ich dann noch. Ja, ganz knapp. Es ist so appetitlich, wenn er einem ins Gesicht rülpst. Auf diese Art habe ich meine erste Freundin kennengelernt. Für all die Singles unter euch, versucht's einfach mal in der Disco. Mit Rülpsen. Mit Rülpsen. Einfach ins Gesicht rülpsen. Und wir haben es erfolgreich geschafft. Wir haben eine Bonusmünze bekommen für den Endgegner der ersten Zone. Und auf eine überaus natürliche Art feuert er uns jetzt mit einer Kanone quer über die ganze Welt. Das ergibt Sinn. Das ist ja Genau. krass, ey. An dieser Stelle wollte ich irgendwas sagen, was ich gerade vergessen habe, aber es ist scheißegal, weil wen interessiert das? Genau. Wir haben Orangtangasee geschafft. Orangatanga. Angatanga. Es tut mir leid. Tanga, Tanga. Orangener Stringtanga. Genau. Auf jeden Fall ist der Let Me Saphir wieder dran. Ach so, sag mir das doch. Genau. Wo muss ich denn lang? Du spielst einfach oben jetzt in der nächsten Zone. Cranwood Forest? Genau. Was mich Okay. so ein bisschen an Cremetörtchen erinnert. Oder Sherwood Forest. Feine Auch. Fässer, Fiesta. Ich treffe mir Robin Hood. Ich setze mal hier ein Safe State. Aber oh, das sieht gar nicht schön aus. Ich mag keine Bäume, weil das ist so Natur. Ey, cool, ich kann hier rein. Guck mal. Bam. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Mensch, bin ich senil. Wie heißt diese Krankheit noch gleich, wo man alles vergisst? Alzheimer. Du hast es. Du hast die Pointe nicht verstanden. Ach, stopp, da sind Affen, die werfen. Kannst weiter hoch, passiert dir nichts. Ja. Ist oft halt da, die Mäuse. Ja, die Mäuse. Bin ich froh, dass ich kein Elefant mehr bin, weil sonst hätte ich jetzt Angst vor denen. Aber nur wenn da Licht gerade drauf scheint. Natürlich. Da wir im Was? Wald sind, scheint natürlich kein Licht. Du hast überaus Sauber, Daniel. erfolgreich. Du hast dich von einem Affen abwerfen lassen. Ja, da freut er sich. Ich werde ihm jetzt mal Wie? zeigen, wie das geht, wenn ich jetzt nämlich ganz schnell hochkletter. Dann? Und immer weiter die einzelnen Schritte, so wie es eigentlich hätte machen sollen. Ach so. Guck immer mal nach, ob hier vielleicht irgendwelche Bonusmünzen rumliegen. Und er ist tot, er ist tot, er ist tot, ich sehe es Kann seine kommen. Nee, nee, nee. Ich Oh, bring's die einfach hier Chance rein. lässt er sich nicht nehmen. Ich habe mir diese silberne Bärenmünze geholt. Und werde jetzt mit möglichst viel Geschwindigkeit hier Bären? durch. War ein Bär drauf, meinte, oder? Ich weiß nicht. Warum gibt's Affen und Bären, die sich mögen? Und ich möchte, dass du ein DK-Fass findest, weil ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich so sehe, dass du da alleine rumläufst. Das habe ich ebenfalls. Aber jetzt darf ich erst eine Münze finden, wo es nicht schlimm ist, wenn ich mir einfach irgendwas passieren sollte. Sehr gut zu Aber ich wissen. glaube, das ist nur ein Kletterlevel. Und da ich ein überaus erfolgreicher Kletteraffe bin, Warum sind eigentlich überall Affen? der nur so Warum habe ich panisch. ein Spiel ausgesucht, wo... Warum ist der eigentlich so groß und lässt sich von so einem Ding Natürlich hast du treffen? verkackt. Du hättest einfach Ich rezitiere mal an dieser Stelle gerade Carsten, da ich ein überaus erfolgreicher Kletterer bin, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, warum habe ich eigentlich ein Spiel ausgesucht für ein Let's Play Together, wo Affen drinnen vorkommen? Warum? Ich hasse Affen. Affen sind komische Tiere, die... Ich weiß es nicht. Wer hat Affen gemacht? Also ich stamme auf jeden Fall nicht von einem Affen ab. Ja gut, es gibt Sachen, die Boah, muss man nicht jetzt wäre verstehen. es mir fast wieder passiert, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Auf jeden Übrigens. Fall, ich laufe natürlich genau in so eine Eichel rein. Übrigens, kannst du mir mal bitte verraten, warum du es schaffst, einen Endgegner zu besiegen, aber keinen normalen Gegner? Ich weiß es nicht. Nicht. Oh, Langsam, bitte. warte auf das Heil. Und jetzt einfach auf das Verstecken dahinter. Wo? Naja, der Endgegner war Ja, auch ziemlich läppisch. Wohl das N. ja, wir haben doch die anderen Buchstaben gar nicht, oder? doch. Doch, haben wir ja Hab ich wohl. natürlich auch Okay. gesammelt. Wie komme ich da hoch? Du Ja. kannst Aha. rechts, links. Muss über Bande. Mal hier. Genau. So. Achtung ab. Ich glaube, du bist gleich wieder dran. Ah, nee, noch nicht. Noch nicht, nee. Hier, Bananen, Bananen. Hier, komm mal, 11. Was ist das? Das ist ein Spinner, darfst du drauf springen? Und Ich dann? spring dann hin und her und so. Warum Damit machst du du das G sowas? für Genau. Kong holen kannst. Und dann haben wir wieder ein Aber extra Leute, Level. Leben. Warum sag ich eigentlich immer Level statt Leben?
Warum verkackst du eigentlich? Nicht. Fast wieder. Fast, fast. Die Betonung liegt auf fast. Komm mal hier. Ja, ich spürt ja auch ein Fass rum. Natürlich. Du warst ein bisschen zu schnell, glaube ich. Ich glaube, du hast recht. Ich habe wieder ein TNT gefunden. Aha, ja. Wir sind anscheinend am Rand des Bildschirms angelangt. Auf jeden Fall habe ich mal gedacht, ich hole dich einfach mal. Ich war nämlich gar nicht tot, hast du gesehen? Mhm. Ich habe mich nur in diesem Fass da oben versteckt und lass mich runter. Und tschüss. Teste nicht, ob da unten Gegner sind, indem du mich da runterschmeißt. Wenn wir das nächste Mal zusammen weggehen, werde ich dich auch gegen einen Baum werfen, beziehungsweise einen Baum runter. Ich glaube, da oben musst du mal übernehmen, weil ich traue mir nicht zu, darüber zu schweben. Weil der ist nicht... Du kannst auch nicht schweben mit dem Gewicht. Deshalb meine ich das. Deshalb switchen wir einfach mal rüber. Okay. Oh, oh, ich hab's gesehen, da oben ging's weiter. Hm? Auch da unten auch. Können... Gut, dann gehen wir da oben lang. Dann gehen wir da oben lang. Genau. So, Jungs, hier. Kletteraffen, wie sie... Boah, perfekt durchs Loch. Bonus-Level, oh, da war ein Bonus-Level. Muss nochmal zurück. Stimmt, du hast... Geh einfach zurück. Oder spring dran. Und dann sind wir schon durch. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Gut. Leute, das ist jetzt auch viel zu leicht. Ich zeige euch jetzt, wie man ein Bonus-Level schafft, weil ich habe noch 4 Minuten Zeit. Oh. Und nochmal. Pass auf, ich mache jetzt erstmal den hier kaputt. Weil ich weiß genau, er wird mich noch treffen irgendwann. Und ich werde mich so aufregen und fluchen, dass YouTube dieses Video zensieren wird. Sag mal, bin ich dumm? Ich kann keinen Baum hochklettern. So ein Affe. Sollen wir diese Frage beantworten? Ja. Nein, du nicht. Ja, schnappt ihr 15 Bahnen. Das eigentlich das exakt das richtig. Wieso eigentlich immer... Ja, ich sehe schon... Wieso eigentlich immer Bananen? Warum müssen es immer Bananen sein? Warum? Scheiß Affe, werf. Wirf. Affenkopf. Hier. Kennt ihr eigentlich? Nein, nein, das kann ich jetzt nicht. Ja, du artikulierst auch schon wie ein Affe. Ja, ich habe auch die Affensprache gelernt. So unterhalte ich mich eigentlich nur mit meinen Freunden, wenn ich welche hätte. Der Grund, warum ich keine habe, den habe ich euch gerade genannt. Ich unterhalte mich auf Affensprache mit ihnen. Diese beiden Kollegen, die hier gerade das LP mit mir machen, sind eigentlich nur aus Mitleid hier, schätze ich mal. Korrekt. Bei unserem Digimon LP wird man natürlich erfahren, warum wir keine Freunde haben. Richtig, damit wir einen Garbumon kriegen, aber das ist ein Spoiler. Du hast nicht das nächste Level angefangen, oder? Nein, ich bin in die Speicherhöhle reingegangen. Sehr damit gut. Wir einen persönlichen Abschluss finden. Wie ihr seht, schwirren hier auch unsere zwei Bananenvögel rum. Flügel? Bananenvögel. Hier können wir schon reichern, bei Mrs. Wrinkly Kong. Und ich weiß nicht, ob das Bild im Hintergrund, ob das ein nackter Affe sein soll oder so. Ich weiß nicht, aber wenn die zwei... Falls ja, werde ich das... Leben, ihr könnt euch das jetzt nochmal angucken im Hintergrund. Falls es ein nackter Affe ist, werde ich das natürlich zensieren. Warum sollte eine 80-jährige Affendame, die zwei Bananenvögel bei sich rumfliegen hat in der Wohnung, einen nackten Affen im Hintergrund haben? 80-jährige Opas kaufen sich auf dem Playboy. Ja, aber die können damit eh nichts mehr anfangen. Das ist richtig. Gut, hören wir jetzt auf, alte Leute zu diskriminieren. Hör auf, mich zu unterbrechen, sowas ist unhöflich. Auf jeden Fall, was sagt die Zeit? 2 Minuten, wir brauchen gar nichts mehr großartig anfangen. Das Einzige, was wir noch großartig anfangen werden, ist eine Verabschiedung. Ja. Für die wir diesmal etwas mehr Zeit haben. Mhm. Wir könnten euch jetzt was vorsingen, was ihr aber, glaube ich, weniger hören wollt. Da unsere Gesangsstimmen etwas eingerostet sind. Eure. Eure. Unsere. Unsere Eure. Meine nicht. Unsere Eure, genau. Ja, wir haben immer noch Zeit, um euch irgendwas zu erzählen, einen Schwank aus unserer Jugend. Machen wir das nicht. Wir machen einfach nichts, aber ihr könnt gegebenenfalls, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir bisher noch nicht beantworten konnten, was weiß ich, ob wir eigentlich ziemlich dämlich sind oder so, schickt ihr uns einfach eine Nachricht an den Letmeser 4, der wird die gerne zufällig beantworten, hoffe ich einfach mal. Wenn es ein paar lustige Fragen werden, gibt es vielleicht sogar ein Interview mit uns beiden. Genau, wo wir dann uns gegebenenfalls vor die Kamera stellen, anstelle eines Affen. Nein. Sofern ihr den Unterschied erkennen könnt dann. Wir werden das einfach so deichseln, dass wir ein Affenfoto machen und daneben das richtige Foto von uns und ihr müsst dann raten, wer der richtige ist, aber nein. Ja, so ein findet den Fehlerbild. Genau. Ich werde mir auf jeden Fall so einen blauen Strampler besorgen müssen, glaube ich. Und ich werde mir die Haare lang wachsen und zwar so lang wachsen lassen, dass ich damit rumfliegen kann. Weil wenn ich morgen in die Berufsschule gehe, dann werde ich einfach über den Schulhof gleiten, ganz elegant, werde Carsten Huckepack nehmen und auf irgendwelche anderen Mitschüler schmeißen und irgendwie... So als Resümee, ich habe keine Ahnung, wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit, aber irgendwie müssen wir die Zeit überbrücken. Dann würde ich einfach sagen, danke, dass ihr es angeguckt habt. Ciao. Richtig. Und stellt uns Fragen. Ja. Tschüssi.